kann bleiben. Das ist ja... Nein, das kann ich nicht glauben. Ich schwöre es ihm. In einigen Jahren, wenn er seine Arbeit beendet hat, wird es die Fotosensation des Jahrzehnts sein. Ich kann es nicht glauben. Ich... Zeigen Sie mir Bilder, die er gemacht hat. Dann sehen wir weiter. Also schön. Aber nicht weglaufen. Auf keinen Fall. Mein Gott, was für eine schwache Geschichte. Aber Eitelkeit war schon immer die größte Schwäche solcher Leute. Wenn ich ihr ein paar ordentliche Fotos zeigen kann, lockt sie vielleicht Fuller für mich aus dem Laden. Zwei Zeitschriften. Schon etwas zerknittert und auch schon einige Monate alt. Wenig Text, viele Bilder. So Müll. Schauen Sie, ich habe einige von Fullers älteren Arbeiten. Tatsächlich? Zeigen Sie her. Welche Bilder sind von ihm? Das da. Und das auch. Und hier ist auch noch eins. Genau, das hier. Die sind ja wirklich hervorragend. Alles nur, um Geld zu verdienen. In Wahrheit ist er ein Künstler, verstehen Sie? Aber das Projekt hier in Biddeford ist seine wahre Leidenschaft. Unerkannt unter uns gewöhnlichen Menschen zu leben und an seinem Meisterwerk zu arbeiten. Können Sie sich vorstellen, was es für eine Überwindung für einen kultivierten, gebildeten Mann wie Fuller sein muss, ein primitives, stinkendes, schwitzendes Arschloch zu spielen? Das ist wahre Kunst. Sie sollten ihn gleich anrufen. Er kann Sie und Ihren Wagen draußen an den Klippen fotografieren. Jetzt? Gleich? Ja. Ich muss Sie leider drängen, Milady. Bald ist Redaktionsschluss in Dallas. Verstehen Sie? Oh, natürlich. Ich will ihn vom Autotelefon zum Fotoshooting bestellen. Ausgezeichnet. Aber lassen Sie sich nicht anmerken, dass Sie seine wahre Identität kennen. Wer weiß, was das seiner Künstlerseele antun würde. Ich habe verstanden. Ich bin Ihnen so dankbar. Kein Problem. Treffen wir uns heute Abend wieder, hier? Abgemacht. Wir helfen, wo wir können, nicht wahr? Unfassbar. Danke, Abscheine. Da liegen einige Papiere, irgendwelche Formulare und... Aha, ein Block mit Blanko-Abholschein. Die könnten wir gebrauchen. Hallo, Rosie. Fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ist vielleicht ein Paket für mich hier? Darren Michaels? Die gute Rosie hat nichts bemerkt. Und ich bin stolzer Besitzer eines Blanko-Abholscheins. Nee, nichts da. Oh, wie schade. Aber danke trotzdem. Gehen wir hier hin? Sollen wir so direkt hier schummeln, oder? Ich sollte den Abholschein nicht direkt vor Rosies Nase ausfüllen. Achso, ja, ist recht. Wir gehen mal raus. So. In Ordnung. Ich habe ihn ausgefüllt. Ein Paket für Fuller an seine Adresse. Ich hoffe, das reicht so aus. Ja, ich hoffe auch. Das werden wir jetzt ja sehen. Gehen wir rein. Sagen wir speichern mal zwischendurch mal. So. So. Das passt, speichern. So. Dann können wir weitermachen. Ja, Rosi. Das sind wir wieder. Hallo, Rosie. Fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ich wollte vor das Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte.
Den kann ich nicht annehmen. Wieso das denn nicht? Ist nicht unterschrieben. Fuller muss den Schein unterschreiben? Blödsinn. Der Briefträger natürlich. Fuller soll ihn morgen früh darum bitten. Vermutlich hat er es nur vergessen, als er den Schein bei Fuller eingeworfen hat. Bis morgen kann ich unmöglich warten. Ich wollte Fullers Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Ach, hatten wir schon. Okay, ist glaube ich recht. Den kann ich nicht annehmen. Wieso das denn nicht? Ist nicht unterschrieben. Fuller muss den Schein unterschreiben. Blödsinn. Der Briefträger natürlich. Fuller soll ihn morgen früh darum... Ist. Bis morgen kann ich unmöglich warten. Danke. Ja, ja. Mist, mach ihn das jetzt. Erst brauche ich die Abzüge von Angelinas Fotos. Ich mach mich doch lächerlich. Ich habe keine Ahnung, wie die Unterschrift des Postboten aussieht. Und Rosie im Touristenshop kennt sie bestimmt, wenn jeden Tag ein Dutzend Abholscheine mit seiner Unterschrift durch ihre Hände gehen. Eine Frage. War das teuer? Komm hier nicht mal. Oh, verlassen wir mal. Wir gehen mal wieder zurück. Nein, nicht da rein. Nack. Hier kommen wir nicht weiter. Aber mal. Da was sehen? Nee. Der ist noch. Wo sie da? Nein. Schade, dass hier irgendwie nichts zu sehen ist. Nee, gehen wir wieder raus. Jetzt gucken wir nicht weiter. So. Ah, danke. Sehr schön. Und weg ist er. Ich sollte jetzt einige Stunden Zeit haben, um Angelinas Film zu besorgen und die Bilder in der Dunkelkammer zu entwickeln. Ja, muss allerdings hinten rein, weil vorne ist abgeschlossen. So, muss da nicht mal offen stehen. So. Die Leinwand ist fest mit der Wand verbunden. Unten ist sie an eine Holzstange geklebt. Und die wird von zwei Schellen an der Wand gehalten. Dahinter ist Fullers Geheimtür. Ich kann die Leinwand nicht einfach zerreißen. Fuller würde es sofort bemerken. Aber die Leinwand lässt sich ja auch hochschieben. Ich muss nur irgendwie diese Schellen öffnen. Welche Schellen? Diese Stelle im Boden hat garantiert etwas mit Fullers Geheimtür zu tun. Aber momentan habe ich Wichtigeres zu tun, als dem alten Fuller hinterher zu schnüffeln. Diese Stelle im Boden hat garantiert etwas mit Fullers Geheimtür. Hast du nicht die Schellen hier? Vielleicht damit? Die Fotohintergründe sind aus äußerst schwerem Material gefertigt. Der Seitenschneider hilft mir hier nicht weiter. Ist
Miss. Das vielleicht? Nein, auch nicht. Also ist der Stand 2. Geh auch nicht weiter. 3. Super. Das ist ja wieder sehr spannend. Ja, die tollen Bilder. Klasse. Die Leinwand ist fest mit der Wand verbunden. Ja. Unten ist sie an eine Holzstange geklebt. Und die wird von 2 Schellen an der Wand gehalten. Dahinter ist Fullers Geheimtür. Ja, aber die muss er doch auch irgendwie aufkriegen, nicht wahr? Ich kann die Leinwand nicht einfach zerreißen. Fuller würde es sofort bemerken. Aber die Leinwand lässt sich ja auch hochschieben. Ich muss nur irgendwie diese Schellen öffnen. Ich habe hier Schellen, ich sehe die Sphinx mit der Cheops-Pyramide im Hintergrund. Stehen beide in Kairo. Die Pyramide ist das älteste der 7 Weltwunder. Und das einzige, das es heute noch gibt. Das ist toll. Diese Stelle im Boden hat garantiert etwas mit Fullers Geheimtür zu tun. Aber momentan habe ich Wichtigeres zu tun, als dem alten Fuller hinterher zu schnüffeln. Doch, ja. Ach, ist das nervig. Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Ich will das Gitter nicht öffnen. Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Ich komme so nicht weiter, Leute.